Hey Leute, ich bin's Benny vom Aquaporistenkanal und eurem Shop für natürliche Aquaristik. Und ich habe eine Anfrage gekriegt, muss ich erstmal ein bisschen weiter googeln. Geht es nämlich um Tiere im Salzwasser. Genau gesagt, Süßwassertiere im Salzwasser. Und bei der Anfrage ging es um die indischen Turmdeckelschnecken. Derjenige fragt, ob er die denn in Brackwasserbecken reinsetzen kann. Ich hatte da schon mal von gehört, dass sie mit Salz kein Problem haben. Allerdings wusste ich das jetzt nicht so ganz genau. Dann mal kurz gegoogelt und ein wunderschönes Paper gefunden. Das werde ich jetzt hier unten drunter auch verlinken. Wir machen das nicht in dem Stil von der wissenschaftlichen Vorstellung, sondern einfach nur mal zusammengefasst. Und ich wollte es auch ein bisschen allgemeiner halten. Wie sieht es denn eigentlich mit Süßwassertieren im Salzwasser aus? Also grundsätzlich ist es so, dass Salzwassertiere ein Problem haben. Und zwar alle Salzwassertiere. Denn die Mineralienkonzentration in den Körperflüssigkeiten, also bei Menschen wäre es jetzt Blut, aber ne, Fische haben dann auch irgendeine Form von Blut, die ein bisschen anders ist als bei Menschen. Und je weiter das dann Richtung Wirbellose, Muscheln, wie auch immer geht, dann nennt man das dann nicht mehr Blut, sondern teilweise Hämolymphe. Teilweise haben die auch ganz andere Körperflüssigkeiten. Ist aber im Prinzip egal, denn alle haben ein ähnliches Problem vom Prinzip her, dass nämlich das Salzwasser, wie der Name schon sagt, recht salzig ist und im Körper ist meistens nicht so viel Salz. Da gibt es unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Zum Beispiel ist das bei Haien ganz bekannt, dass die dann quasi Ammonium anreichern, beziehungsweise dann auch verschiedene andere Möglichkeiten, dass wirklich Harnstoff angereichert wird, um eben Ionen zu schaffen und eben dieses osmotische Potenzial auszugleichen. Also es geht eben darum, dass die Flüssigkeiten immer bestrebt sind, dass diese Konzentration von verschiedenen gelösten Substanzen, Ionen, ausgeglichen wird. Das heißt, im Salzwasser sind verschiedene Ionen gelöst, also meistens Natriumionen und Chloridionen. Also Natriumchlorid ist ja unser Kochsalz. Meersalz hat natürlich noch ein bisschen paar andere Spurenelemente mit dabei, aber ist im Prinzip egal. Wir vereinfachen das jetzt mal und sagen, gut, da sind jetzt so ein paar Ionen. Uns kann jetzt egal sein, welche. Und draußen im Salzwasser, Meerwasser, sind da jetzt eine ganze Menge von. Und in dem Organismus sind in der Regel nicht so viele. Das heißt, ständig versucht entweder das Salzwasser reinzukommen. Das geht halt nicht, weil so ein Organismus ja eingepackt ist. Da ist eine Membran drum, irgendwo ein Abschluss. Das Salzwasser kann da nicht ungehindert einfach rein. Also passiert genau das Gegenteil. Und aus dem Fisch möchte sozusagen das Süßwasser raus ins Meer. Ja, vereinfacht gesagt wieder mal, aber so kann man sich das vorstellen, dass eben in dem Moment, wo reines Wasser aus dem Fisch rausgeht, ist natürlich die Konzentration der Mineralien, die da noch drin bleiben im Fisch, wieder höher und dann wäre das Gleichgewicht wieder ausgeglichen. Das heißt, da wird ständig gegengearbeitet, um dieses geringere Ionenkonzentrationsgefälle quasi dann aufrechtzuerhalten, damit der Fisch eben nicht die ganze Zeit Probleme bekommt, weil es einfach zu viele Mineralien drin sind. Wie schon gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jedenfalls ist es relativ anstrengend für das Tier. Also anstrengend, ne? Ist jetzt nicht aktiv, machen wir jetzt auch nicht aktiv, dass wir irgendwie gucken, dass unser Ionengleichgewicht hergestellt ist. Aber es ist eben energieaufwendig für den Organismus. Also schon aufwendiger zu schauen, ständig eben das Süßwasser bei sich zu behalten und Salzwasser, also Ionen, irgendwie überflüssige Ionen loszuwerden und so weiter und so fort. Im Süßwasser haben wir genau das gegenteilige Problem, denn da sind die ganzen Mineralien im Fisch drin, also im Lebewesen, ne? Garnelen, Schnecken, alles genau das Gleiche. Da sind die ganzen Mineralien drin und draußen, Süßwasser, sind halt nicht so viele Ionen drin. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich reinst Wasser habe, oder zur Vereinfachung destilliertes Wasser, da habe ich jetzt das Problem, die ganzen Ionen sind im Tier, draußen ist nichts, alles will raus, beziehungsweise da auch wieder genau das Gegenteil, denn ich habe eine Membran drum, die Salze können nicht raus, kann nur das Wasser rein. Also muss der Fisch oder der Organismus, wie auch immer, die ganze Zeit versuchen, wieder Wasser loszuwerden, ohne Mineralien irgendwie zu verschwenden, die Mineralien drin zu halten. Ja, warum habe ich jetzt diese lange quasi Vorrede oder Erklärung nochmal vorangestellt? Naja, in dem Moment, wo ich jetzt ein Süßwassertier habe und ein bisschen Salz dazu tue, ist es für den Fisch oder den Organismus tendenziell einfacher zu leben. Ja, es hat nicht mehr so viel Aufwand, diesen Ausgleich zu schaffen. Ist das jetzt für alle Tiere gut? Das kann man so pauschal nicht sagen. Denn
Es gibt natürlich spezielle Anpassungen. Ich meine, die Viecher leben ja nicht immer im Salzwasser, Brackwasser, wie auch immer, sondern die sind ja darauf angepasst, eben mit diesen Bedingungen klarzukommen. Und da gibt es dann eben auch Anpassungen, die eben so stark funktionieren und nicht so geregelt werden können, vereinfacht gesagt, dass es eben dann nicht damit klarkommt. Wenn ich jetzt das perfekt ausgleichen würde, also isotonische Lösung, genau gleich viele Salze im Außenmedium wie innen, wäre ja optimal für den Organismus. Wenn der Organismus aber darauf ausgelegt ist, dass eben ständig Wasser ausgeschieden wird, weil er davon ausgeht, dass draußen nur Wasser ist und nicht so viele Mineralien, dann habe ich eben irgendwann auch ein Problem, weil, das kommt halt nicht wieder zurück, ohne dann wieder zusätzliche Mineralien aufzunehmen. So, gleiches gilt natürlich im Meerwasser in umgekehrter Reihenfolge, habe ich ja jetzt gerade eben erklärt. Was bedeutet das jetzt in der Praxis? Also, ich kann bis zu einem gewissen Maße Salz zugeben. Tiere reagieren da unterschiedlich drauf, aber man kennt das ja zum Beispiel von Krankheitsbehandlungen, dass solche Salzbäder auch mit relativ hohen Konzentrationen von den allermeisten Fischen toleriert werden, ist überhaupt kein Problem. Die Tiere, beziehungsweise Einzeller in dem Fall, die Krankheitserreger, sind ja meistens Parasiten, wo man solche Salzkuren macht. Warum macht man das? Weil die das eben nicht aushalten. Ja, die sterben dann, weil da ist zu viel Salz und die Fische überleben es halt gerade noch so. Das ist quasi der Hintergrund von diesen Behandlungen. So, jetzt kann man das machen, dass man eben auch im Becken natürlich irgendwo Salz einsetzt. Ich kenne auch einige Züchter, die das durchaus mehr oder weniger dauerhaft machen, dass dort etwas zugesalzen wird. Dann wundert man sich immer, dass so Weichwasserfische auf einmal absurde Leitfähigkeit im Becken haben. Und das ist dann aber quasi nur Salz. Ja, also es ist nicht dann die eigentlichen Minerale, wo man jetzt sagen würde, typische Härtebildner, sondern es ist dann wirklich reines Natriumchlorid oder so, was da eben zugegeben wird. Das hat verschiedene Effekte, aber zurückzukommen, dauerhafte Haltung, würde ich das machen, ja oder nein? Auch da wieder, was das Tier überlebt, ist natürlich ein Unterschied zu dem, was jetzt irgendwie halbwegs natürlich ist. Und wenn man sich da die Tiere anguckt, dann gibt es da eine ganze Reihe, die das durchaus natürlich ein riesiges Verbreitungsgebiet haben und auch in solchen Lebensräumen natürlich vorkommen. Das sind Flussmündungen, wo dann eben mal gezeitenmäßig Salzwasser reinkommt, Süßwasser rausgeht. Die haben also schon von Natur aus eine riesen Bandbreite an Salztoleranz und darunter fallen eben auch eine ganze Menge von den Tieren, die wir so halten. Also da sind natürlich diese indische Turmdeckelschnecke. Wie gesagt, ich verlinke hier unten drunter nochmal den Artikel. Da geht es darum, dass die das einfach mal getestet haben, verschiedene Salzkonzentrationen. Wie lang halten die das aus? Ja, das ist ein bisschen makaber, weil irgendwann sterben die dann natürlich auch. Aber da kommen wir in gewaltige Konzentrationen rein, wo man sonst schon fast an Meerwasser denkt. Also wirklich typisches Brackwasser, überhaupt kein Problem. Würde ich natürlich dann entsprechend ein bisschen langsamer angewöhnen. Aber auch da sollte dauerhaft Leben und Vermehrung von solchen Turmdeckelschnecken kein Problem sein. Ähnlich sieht es mit einer ganzen Reihe von Lehmgebärenden aus. Zum Beispiel diese Segelkerpflinge waren eine Zeit lang bekannt, dass die immer nur in Salz quasi gehalten werden und wurde dann spekuliert, ob man die ohne Salzzugabe überhaupt vernünftig vermehren kann. Soweit ich weiß, gibt es da mittlerweile eine ganze Menge Züchter, die eben auch ohne Salz vernünftig nachziehen können. Aber es gilt für eine ganze Reihe. Also sei es jetzt eben diese Segelkerpflinge, aber auch Mollys und Guppies, die haben eine riesen Salztoleranz. Rein natürlich schon. Und ich weiß, an der Uni haben die mal Experimente in Anführungszeichen gemacht. Sie wollten einfach Salzwasserguppies züchten und haben dann über die Jahre, oder Jahre kann man jetzt nicht sagen, über Monate, jedenfalls Stunden, über mehrere Generationen den Salzgehalt immer weiter erhöht, bis sie schließlich wirklich im reinen Meerwasser, also gleiches Meerwasser, wie die eben auch ihre Meerwassertiere dort gehalten haben, lebten dann auch die Guppies. War überhaupt kein Problem, haben dort auch jahrelang in einem Meerwasserbecken gelebt. Da gibt es eine ganze Reihe von Aquarientieren, die wir als typische Süßwassertiere kennen, die eben auch sehr hohe Toleranz gegenüber Salz haben. Da muss man sich trotzdem natürlich, deswegen jetzt hier nochmal der Hinweis, überlegen, wenn ich jetzt ein Brackwasserbecken einrichten möchte, ist das natürlich, da schaue ich mir die Habitate an, Fundorte, gibt es sowas überhaupt, kommen die rein tendenziell in solchen Gebieten vor, gibt es da vielleicht schon irgendwelche Studien zu oder irgendwelche Berichte, dass die auch in solchen Brackwasserzonen gefangen wurden, da gibt es auch eine ganze Reihe auch von teilweise Aquarianer, die dann eben sagen, Reisebericht, ich war da und da in der Flussmündung und habe da Fisch XY, Grundel, dies, das gefunden. Auch häufig ganz, ganz verrückte Sachen, wo man nie mit gerechnet hätte, dass die eben mit so hohen Salzgehalten leben und überleben und sich vermehren und es denen da gut geht. Bevor man aber eben auf die Idee kommt, die dauerhaft darin zu halten, ein bisschen informieren,
weil es doch nochmal was komplett anderes ist, als eben für wenige Stunden solche Salzbehandlungen zu machen gegen irgendwelche Krankheiten. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich hoffe, es war nicht zu ausgiebig, aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so für Erlebnisse in Richtung Salz habt. Habt ihr irgendwelche Fischarten, wo ihr nie damit gerechnet habt, dass sie auch mit sehr viel Salz vorkommen? Natürlich Wirbellose genauso, würde mich sehr interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was sich dort so ansammeln wird. In diesem Sinne, vielen Dank schon mal und bis zum nächsten Mal. Ciao.